der Kultur. Nachrichten. Wiedziałem, że będą pierdolić o koronie. Już mamy wszystkim dosyć. Od razu apetyt odchodzi. Korona i korona. Pierdolą od września i nie do września. Rechte dieser Menschen, aber man darf ja nicht vergessen, dass sich so viele nicht impfen lassen, führt ja dazu, dass wir schwer in die Freiheitsrechte anderer eingreifen müssen. Das sieht man jetzt ja mit den ganzen Maßnahmen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann. Auch das Bundesland Brandenburg will weitere Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie treffen. In Bulgarien sind bei einem schweren Busunglück laut Innenministerium mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern seiner Angaben der nordmazedonischen Botschaft in Sofia auch ein Belgier. Bulgarien ist an den Regierungschef Stefan Janek, sprach am Funkgespräch von einer wütenden Tragödie. Jetzt führen der Innenminister Bojko Raptor zeigte, wie der ehemalige Kriminalermittler mit jahrzehntelanger Berufserfahrung. Fürchtet für den von Annemarie Stoltenberg jetzt etwas. Erzählungen von Franz Hohler. Er lässt sich darauf ein und sie wird natürlich dort in der Familie, so wird man, er verlässt Frau und Kind. Und erleben wir diese Mutter, Gerd Höbold, die sie dort aufwächst. Und das ist eine hochkomplizierte Mutter-Sohn-Beziehung, die wahrscheinlich sehr feinfühlig, sehr genau schildert. Die versucht auch, dass sein Vater Anton nochmal auf den Schaf zurückweist. Das ist ein ganz besonderes Buch, allein deswegen. Und ganz schön am Ende des Buches wird die Mutter nochmal begleitet von ihrem Sohn nach Norwegen reisen. Ja, ja. Mit 12 Geschwistern. Von Nemejärvi mit La Melancholia, einer Komposition. Edgar Selke, wir haben es auch hier auf NDR Kultur am Morgen vorgelesen. Am 7. Dezember wird er im Bucerius Kunstforum in Hamburg sein. Dieses Buch, wie ist es dir entgegengekommen? Ja, ich weiß erstmal gar nicht, ob es ein Roman ist. Das Buch, der Roman erschien, kommt ohne Gattungsbezeichnung aus.
Dann fällt Kritiker überhaupt noch ein, wenn es Organs verlinkt. Wir hatten das ja vorhin bei Musikliebhaber, der Vater. Und es gibt Konzerte, ein Pianist wird extra eingeladen. Und dann wird letztlich Musik gemacht für die Gefangenen. Die müssen in die Wohnung. Wenn ihm erlaubt wird, dieses Enkelkind, seine Enkeltochter in den Ferien zu sich zu holen. Er will ihr eine andere Welt eröffnen. Und das tut er dann auch. Er spielt. Zwei Bücher haben wir noch in dieser Stust, übersetzt von Sabine Roth im Dumont Verlag. Sabine Roth wird uns gleich nochmal wieder begegnen bei Elizabeth Strauss. Aber keiner wollte Barbara Pym drucken. Das hat sich erst in den 70er erinnert. Dann gab es eine Umfrage, da hat unter anderem Philipp Larkin diese Bücher geschrieben hat, aber ich glaube, seinen Platz im Himmel hat er sich erarbeitet.